Die Südtiroler Freiheitlichen fordern die Einbindung privater Psychologen in den Landesgesundheitsdienst. Die Corona-Krise habe den Bedarf an psychologischer Betreuung deutlich erhöht. Es brauche niederschwellige und leistbare Lösungen, so die Freiheitlichen in ihrem Beschlussantrag. Ich glaube, wenn jemand akut in einer Notsituation ist oder dass er wirklich in einem Moment lebt, wo er das seelische Gleichgewicht verliert, dann muss so rasch wie möglich Hilfe da sein und dass wirklich alle, die die Hilfe benötigen, diese auch in Anspruch nehmen können und um die Wartelisten, die es im öffentlichen Bereich gibt, eben und die Strukturen zu entlasten, private, wie es in anderen Bereichen ja auch schon möglich ist und stattfindet, eingebunden werden. Die Freiheitlichen sprechen sich für eine Rückvergütung der Kosten, die beim privaten Psychologen anfallen, für Begünstigte aus. Zudem solle die Akkreditierung der privaten Praxen vereinfacht werden.